Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir melden uns heute mal nicht von zu Hause. Ich glaube, gefühlt fange ich sonst jeden Vlog in meinem Schlafzimmer an. Sondern wir sind tatsächlich mal in der Natur. Hier wird jetzt gepicknickt. Mhm. Tatsächlich im Stehen, weil es doch ein bisschen matschig im Dickicht ist. Wir haben einmal einen Couscous-Salat mit Karotte und allerhand anderen leckeren Sachen. Dann haben wir einen Tofu-Wrap, einen griechischen Dinkelfladen und Wasser. Wunderbar. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Ich wollte euch heute in diesem Vlog auch noch mal ein paar Must-Haves vorstellen, die sich ja in den letzten Monaten mit Baby auf jeden Fall schon mal sehr bewährt haben. Eine Sache auf jeden Fall, habt ihr gerade auch schon gesehen, ist unser Kinderwagen. Und zwar ist der von Mai Junior. Ihr hört, glaube ich, Lovis gerade auch sehr viel quasseln. Sie findet das Surrounding hier auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und mag sehr in ihrem Vita Unique 2 heißt das Modell. Ich werde sehr, sehr oft auf Instagram gefragt, was wir da haben. Ich selber habe die Brand über Instagram tatsächlich auch entdeckt. Und was mich gecatcht hat, war dieser Kinderwagen-Quiz, den man machen konnte. Und zwar, ich selber habe mich noch nie viel davor mit dem Thema Kinderwagen beschäftigt, weil es natürlich auch unser erstes Kind ist. Und ich fand an diesem Quiz ganz cool, dass man eben so Lifestyle-Faktoren, aber auch Design-Faktoren, ja, wo man so wohnt, also auf was für Untergründen man fährt und so weiter, alles Mögliche eingeben konnte. Und dann wurde uns quasi der Vita Unique 2 ausgespuckt und den fahren wir jetzt auch. Sind mega zufrieden, testen ihn heute mal, ja, auf diesem weltlichen Boden. Ja, und es geht genauso gut wie in der Stadt. Wir haben die Farbe Pistachio Green heißt die, also ein schönes Pistaziengrün. Und ich würde sagen, ich zeige ihn euch nochmal mit so ein paar Schnittbildern, wie er sich so fährt. Ihr habt ihn bestimmt auch schon mal auf Instagram entdeckt. Und wir haben auch einen sehr coolen Deal für euch. Und zwar könnt ihr mit einem Code von mir, den blende ich euch mal hier ein kleines Goodie dazu bekommen. Und zwar einen Fußsack, für den es gerade hier bei uns noch zu warm ist. Aber es ist ein sehr cooles Bundle, bestehend aus dem Luna-Fußsack und so kleine Muffs, die man vorne dran machen kann für die Hände. Ansonsten kann ich euch noch etwas über das Paket erzählen, was wir uns ausgesucht hatten. Und zwar nennt sich das 4-in-1-Plus-Paket und da ist wirklich alles dabei, was man ja in der ersten Zeit braucht. Da ist die Babywanne dabei, ein Sportaufsatz, Avionaut Babyschale und die Isofix Base. Das zeige ich euch bestimmt auch im Laufe der Woche nochmal, wenn wir dann mal mit dem Auto unterwegs sind, denn ich habe die Sachen natürlich in meinem kleinen Smarty drin. Ja, die Kinderwagenmatratze ist aus schadstofffreier Baumwolle und ja, der Fahrkomfort des Wagens ist auch nicht von schlechten Eltern. Das ganze Teil ist nämlich wirklich super, super gut gefedert. Das konnte ich hier jetzt auch nochmal auf Herz und Nieren testen. Funktioniert in der Stadt aber auch sehr gut und ist super, super wendig. Ja, es ist nämlich eine 6-fach-SAS-Federung. Ja, und damit kann man wirklich super, super toll über die unterschiedlichsten Straßenbelege fahren. Ich verlinke euch My Junior natürlich unten in der Infobox. Da schaut ihr super gerne mal vorbei und schaut euch die unterschiedlichsten Modelle an. Und es gibt auch wirklich ganz viele tolle Accessoires für euren Kinderwagen. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal wieder auf den Rückweg in die Stadt. Es war aber wirklich super schön, draußen in der Natur zu sein. Jetzt ist es ein bisschen später und ich habe eine richtig tolle Buddha Bowl gemacht mit Quinoa, Süßkartoffel, Brokkoli, Räuchertofu und Aubergine, die ist erstmal gedämpft und dann tue ich die immer in eine Pfanne mit ein bisschen Sojasauce, Gewürze und so weiter und dann bappelt das so richtig hoch und wird so ganz klebrig und dann schmecken die richtig, richtig gut. Und dazu gibt es noch ganz viel Petersilie und Sriracha und noch ein paar Reste von unserem Picknick. Und das wird bestimmt alles sehr, sehr lecker. Hallöchen, ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Nun, wie auch im Intro des Vlogs schon gesagt, wieder ein Hallo aus dem Schlafzimmer.
Ich habe mich gerade für ein Playdate fertig gemacht. Sie liegt gerade noch hinter mir, kommt jetzt gleich in ihr Nestchen. Und ja, dann geht's gleich los. Ich trage mal wieder mein Lieblingsherbstoutfit. Heute ist es nochmal richtig, richtig warm. Deswegen, ja, ganz ohne Jacke traue ich mich nicht raus. Das ist so eine ganz dünne Leinen-Vintage-Jacke. Ja, aber es wird mir bestimmt trotzdem zu warm sein. Deswegen schauen wir mal, wünscht mir Glück und bis später. Es ist einer dieser Tage, an dem es ein sehr schnelles Essen gibt, und zwar eine wunderschöne Gemüselasagne direkt aus dem Karton. Very classy. Und zum Ausgleich einen schon sehr lecker aussehenden frischen Salat. In der Kombi also doch irgendwie, ja, Balance, sage ich jetzt mal. Und eine neue Folge Bling Empire. Bestellt nicht scharf, nicht so schlimm, doch. Here we go. Und noch ein bisschen Chaos on the side. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist ein weiterer Tag, an dem ich wahrscheinlich nicht so viel zum Vloggen kommen werde. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz unser Setup hier im Auto. Hallo ihr Lieben, wir waren gerade bei einem P-Kip-Kurs und ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal kurz unser Setup im Auto. Wir haben nämlich auch den My Junior Kindersitz, hupsala. Ich versuche es euch zu zeigen, ohne euch die Lovis zu sehr zu zeigen. Und ich habe den im Smart, ich bin wirklich super zufrieden mit der Isofix Base und dem Avionaut. Habe ich auch schon tatsächlich mitgenommen und dann so in ein Taxi gepackt. Also wirklich, wirklich super. Wir haben jetzt auch gerade das eine Teil hier vom neugeborenen Einsatz endlich mal rausgenommen. Braucht man jetzt nicht mehr von ihrer Größe her. Ja, und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal los. Oh nein, jetzt wird jemand traurig. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, es ist schon recht spät. Und ich hatte Probleme, einen Parkplatz zu finden. Ja, Maus, wir sind jetzt da. Und vielleicht muss man das Auto nachher nochmal umparken, weil ich parke hier in der Einfahrt so nicht zu, aber das Auto ragt so ein bisschen raus. Deswegen muss ich jetzt mal schauen. Ja, also, bis später. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Tag. Irgendwie quasi die letzten Tage nicht so vloggen, wie ich das mir vorgestellt hatte. Es war ein bisschen zu viel los, ich war viel unterwegs und unterwegs mit Baby und Kamera. Irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig bei mir. Muss ich noch ein bisschen üben. Ja, heute haben wir endlich mal wieder einen Tag zu Hause. Aber auch der ist irgendwie off to a bumpy start. Ich bin ziemlich K.O. Die Nächte sind gerade relativ herausfordernd. Und es ist jetzt schon mittags und ich habe es noch nicht geschafft, irgendwas zu essen. Deswegen ist das jetzt erstmal das, worum ich mich jetzt kümmern werde. Sie schläft gerade noch ein bisschen. Und dann wollte ich euch noch ein paar weitere Baby-Must-Haves zeigen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, dass ich irgendwie dazu komme, weil sie macht gerade einen mega großen Entwicklungssprung. Und das führt dazu, dass wenn sie wach ist, sie da am Rumprobieren ist. Und wenn es dann nicht klappt, was immer der Fall ist, also 99,9% der Fälle, dann fängt sie an zu kreischen. Keine ideale Voraussetzung fürs Filmen. Aber wir schauen mal, inwiefern ich das mache. Sonst muss ich heute Abend irgendwie noch was filmen für euch. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ansonsten wollte ich euch noch zeigen, was ich gestern bei meinem Familienbesuch von meinem Papa aus dem Garten noch abgestaubt habe. Ich weiß, die Erntezeit ist bald vorbei, aber es gibt noch ein paar schöne Goodies. Das eine war die Hälfte von diesem riesigen Kohlrabi. Den haben wir geteilt. Also eine Hälfte für meinen Dad und die andere Hälfte für uns. Dann haben wir hier noch ganz viele schöne Auberginen. Die haben jetzt ein paar lustige Formen teilweise, so die letzten. Bisschen kleiner auch teilweise. Wir hatten ja echt große dieses Jahr. Ja, die finde ich richtig lecker. Dann haben wir noch jede Menge Paprikas, auch diverse lustige Formen. Und inzwischen auch teilweise sind die nicht mehr so die allerschönsten, aber schmecken immer noch ganz gut und müssen halt verarbeitet werden. Haben wir noch viel mehr da drin. So, jede Menge. Dann, was wir hier auch noch haben, sind eigene Zwiebeln. Die gibt mein Papa ja nicht ganz so gerne raus, weil davon hat er nicht ganz so viele. Aber, upsa, rote gibt's auch.
die wollen schon verschwinden. Sind mega, mega lecker. Und dann haben wir noch Kürbisse diesmal, auch wirklich viele. Butternusskürbis, gestern gab es auch schon einen. Ich glaube, ich habe leider da nichts gefilmt. Philipp hatte gekocht, war super lecker. Wir hatten Quinoa mit so ein bisschen Ofengemüse. Dann haben wir hier noch Äpfel drin, noch mehr Paprika. Oh, das sieht ja interessant aus. Ja, auch nicht schlecht. Auch eine gelbe Paprika. Und vor allem Boskop-Äpfel, die muss man größtenteils alle aufschneiden. Aber ja, kann man auch irgendwie Apfelmus draus machen oder so. So ist das halt, ne? Also sieht halt nicht immer so aus wie aus dem Laden, ne? Aber das ist halt normal. Ja, nur was esse ich jetzt? Das ist die große Frage, ne? Das ist immer die große Frage. Und das sind halt jetzt alles Dinge, die auch nicht so schnell gehen. Und vermutlich habe ich nicht mehr so viel Zeit. Okay, sie ist aufgewacht. Sie hat direkt wieder rumprobiert und geschrien. Und jetzt wird was getrunken. Jetzt wird was getrunken. Aber auch das unruhig, nicht wahr? Ist alles ein bisschen unruhig heute. Mal schauen. Es hat mir genau gereicht, um zu essen, um davor die Küche ein bisschen sauber zu machen, mich ein bisschen fertig zu machen. Eigentlich war ihr Schlaf für ihre Verhältnisse recht lang eben, fast eine Stunde. Ihre Tagesschläfchen sind oft auch eher 30 bis 40 Minuten. Von daher war das eigentlich ganz gut. Philipp ist gerade Mittagspause machen gegangen mit einem Freund. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie so das Entspannungslevel hier so steigt oder auch nicht steigt. Und dann mache ich später noch ein kleines Live-Update mit euch. Freue ich mich schon drauf. Und vielleicht, wie ist denn das Wetter? Vielleicht gönne ich mir einen Spaziergang ganz alleine mit ihr und gehe einen Kaffee trinken mit mir selber. Als kleine Self-Care-Maßnahme. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich finde, das haben wir zwei uns verdient. Nach den stressigen Nächten der letzten Zeit. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich das hier geschafft habe. Ich wollte euch noch was total Schönes zeigen, falls es scharf stellt. Here we go. Ist keine Kooperation. Ich habe mir diese wunderschöne Kette selber als Geburtsgeschenk gekauft. Ich kann euch gerne mal die Details demnächst in die Instagram-Story posten oder auch hier auf in die Infobox packen. Ich glaube irgendwie Abad Lion oder so heißt die Marke. Ich muss es nachschauen, ich weiß es gerade wirklich nicht. Und ich hatte sie letztens bei unserem privaten Krabbelgruppentreffen an und dann meinten die anderen Freundinnen von mir, dass sie auch alle total hart von dieser Marke auf Instagram getargetet wurden. So habe ich sie nämlich auch entdeckt. Und ich habe es mir auch mega oft angeschaut, bevor ich mir dann selber die Kette bestellt habe. Man kann quasi selber so Namensketten machen. Und ja, es ist echt total schön. Ich mag sie mega gerne. Ich bin ganz happy damit eigentlich. Upsa. Und die ziehe ich jetzt noch an. Also wir haben hier gerade jemanden, der nicht ganz happy ist, aber ein Essential ist auf jeden Fall das Nestchen. Und damit packe ich sie auch in den Kinderwagen. Aber ja, ich muss jetzt los, weil sonst gibt's hier Unmut. Unmut. Kleiner Outfit-Check mit Chaos im Hintergrund. Ich trage so eine alte Koststoffhose, die mir inzwischen schon wieder sehr gut passt. Nice. Mein Lieblingsherbst-Strickteil von Armed Angels, das ist mein ganzes Altpapier. Vielleicht stelle ich mich lieber so hin. Das ist auch eine Armed Angels Jeansjacke aus so einem ungebleichten Canvas-Farbenstoff. Chucks, die ziemlich dreckig sind, aber trotzdem schön. So Mango-Glitzersocken mit so einem Karo-Muster.
Ja, und eben zwei von diesen neuen Ketten zeige ich euch nochmal vielleicht in einer anderen Perspektive, sieht man so nicht so gut. Und dann habe ich mir so einen französischen Zopf geflochten, allerdings bei mir wird der immer total schnell so frisselig, also dass überall so Haare raushängen, das sieht dann immer gar nicht mal so toll aus. Aber ja, und da hinten seht ihr meinen Kleiderstuhl, also ich habe heute wieder, und eine Wickelunterlage, die weg muss. Was ist denn hier heute eigentlich los, Freunde? Was ist hier los? Ich dachte, ich zeige euch jetzt gerade einmal zwei Spielzeuge, die ich gut finde oder die vor allem Lovis gut findet. Und zwar ist das zum einen dieser Entenball. Der ist wohl so ein richtiges Classic. War mir selber nicht so ganz bewusst, dass den jeder kennt, aber ich finde ihn sehr cool. Ich verlinke ihn euch auch unten in der Infobox. Und wir nutzen den momentan vor allem so, um zu lernen, wie man etwas mit zwei Händen festhält. Und man kann ihn auch gut so zum Eye-Tracking verwenden und dass diese Kopf und Augen quasi mitnehmen, ein Objekt verfolgen. Dann bei der Bauchlage kann man ihn super nutzen, so als Motivation davor. Und viele haben mir auch geschrieben, dass sie ihn später als Badespielzeug benutzen. Also etwas, was man sehr lange benutzen kann und man kann es auch gut abwischen und so. Und dann habe ich hier noch diesen Ball, also von der Größe her, der ist recht groß. Den kann man auch zum Beispiel an einen Spielebogen hängen mit einem Seidentuch oder so. Und der hat so ein schönes Glockengeräusch. Und mit dem haben wir das auch angefangen, mit dem so mit beiden Händen was umfassen zu lernen. Und der hat hier so unterschiedliche Textur, deswegen ist der sehr interessant. Und weil er halt sehr groß, aber halt super leicht ist, kann man den ganz gut so anfassen als Baby. Und später könnte man den dann auch nach hinten eher hängen, dass sie dann so mit den Füßen dagegen strampeln und kicken können. Ja, und natürlich kann man den dann, wenn man älter ist, dann auch so hin und her rollen und dann macht er auch mehr dieses schöne Geräusch. Ja, und da finde ich den echt super. Auch den kann ich euch gerne verlinken, den habe ich online bestellt. Wir sind gerade bei mir auf der Wäscheleine. Hier, ungebügelt, seht ihr meine wiederverwendbaren Waschlappen. Die sind auch online bestellt. Ich verlinke sie euch. Die finde ich wirklich richtig gut. Die werden gut sauber. Die sind nicht so reinweiß, sondern einfach so ungebleicht. Und die kann man quasi nehmen, um Feuchttücher zu ersetzen. Und ich finde auch mit dieser Textur, die sind so leicht rau, bekommt man wirklich den Po und so viel sauberer, nur mit Wasser, als mit so Feuchttüchern. Ich finde, mit Feuchttüchern schmiert man alles so hin und her. Und mit diesen Teilen wird es einfach sofort sauber. Finde ich richtig, richtig gut. Man investiert einmal, waren jetzt aber auch nicht so teuer und spart richtig viel Geld. Ja, und dann habe ich hier noch was. Das hier sind Leintücher, Mulltücher, also Spuckwindeln. Und das sind die von Lywood. Die habe ich geschenkt bekommen zu meiner Babyparty von der Isabella in so einem 4er oder 5er Pack in so schöneren Farben. Und das sind meine Liebsten. Die sind so ein bisschen dicker und sind super angenehm. Die nutzt man irgendwie für alles, ne, als Unterlage zum Abdecken beim Stillen der Öffentlichkeit, als kleinen Sonnenschutz. Ja, tatsächlich als Spuckwindel, ne, zum Spucke wegmachen und Co. Man kann damit theoretisch sogar wickeln, wenn man das wollen würde. Mache ich jetzt aber nicht. Und ja, das hier ist so ein Roseton. Habe ich hier noch eine hier, auch noch eine sehr schöne Farbe. Ja, also es gibt auch einfach so schöne Farben, so unkitschige Sachen in Anführungszeichen. Ja, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann noch etwas neuer eingezogen ist diese Babydecke. Gerade spiegelverkehrt. Die hat zwei Seiten, eine helle und eine dunklere. Die nutze ich momentan als Spieldecke. Die kann man aber auch im Kinderwagen zum Zudecken benutzen. Und die ist von Adelheid, falls ihr das kennt. Ist so eine Designer-Kollaboration. Die war super günstig, ist aber total schön und eine richtig gute Qualität. Ja, und die benutzen wir momentan vor allem eben hier im Schlafzimmer zum Spielen. Und ja, ich zeige euch hier nochmal das Label, falls ihr das kennt. So, falls es scharf stellt.
we go. Adelheid kann man auch bei 30 Grad waschen und ist zu 100% aus Baumwolle und damit auch super, super angenehm. Jetzt wird es hier langsam schon dunkel. Was ich aber ganz bald mal machen muss, ist euch ein kleines Update zu unserem Wickel-Setup geben. Bisher hat sich hier auch nicht viel verändert, außer dass gerade die Unterlage, die da noch drauf ist, so ein Handtuch in der Wäsche ist, weil es einen kleinen Unfall gab. Theoretisch kann man auch hier drauf einfach wickeln. Das ist halt so ein Silikon. Das kommt, glaube ich, immer aufs Baby an, ob das denen irgendwie unangenehm oder zu kalt ist. Haben wir jetzt auch noch nicht so oft probiert, kann man aber natürlich gut abwischen. Generell hat es für uns funktioniert bis zu diesem Punkt jetzt. Ich wurde das nämlich öfter mal gefragt, ob das für uns tatsächlich hier mit diesem Setup, das ist diese Malmkommode mit 4 Schubladen, ob das eben für uns jetzt gut war, ohne so einen extra Aufsatz. Bisher ging es echt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, eventuell müssen wir hier demnächst was verändern. Dazu dann aber mehr. Ja, und das ist immer noch unser Wickel-Setup. So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ich habe irgendwie gerade schon gefühlt zweimal Einschlafbegleitung gemacht. Man weiß nicht genau, was das bedeuten wird. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie jetzt schon richtig schläft oder ob das jetzt ein Nap ist. Aber ich habe Philipp jetzt mal Bescheid gesagt, seine Arbeitszeit ist offiziell vorbei. Dass er jetzt gleich mal ein bisschen gucken soll, während ich noch was für mein Video drehe. Ich habe hier ganz viele Fragen von euch für ein kleines Live-Update. Und ich dachte, das machen wir jetzt mal in diesem Video. Und wenn ich da so durchscrolle, deswegen entschuldigt, falls ich öfter mal aufs Handy schaue. Eine Frage kam mit Abstand am meisten. Und zwar war das immer so mehr oder weniger, was hat dich überrascht am Alltag mit Baby? Hast du dir das Leben mit Baby so vorgestellt? Hast du dir das Leben mit Kind so vorgestellt oder ist es einfacher oder härter als gedacht? Das ist so eine Frage, die wirklich in dieser Variation sehr, sehr oft vorkommt. Ich überlege gerade, kam da noch sowas in der Art? Was hat dich am Muttersein am meisten überrascht? Was hat dich überrascht am Alltag mit Baby? Also ja, das kommt wirklich extrem oft vor. Und ja, ich denke mal drüber nach. Es gibt auf jeden Fall allgemein viele Dinge oder auch so das ganze Gefühl, also irgendwie, ich war auch nicht so der Typ, der sich davor so Gedanken gemacht hat und ich habe mir das nicht so ausgemalt. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so einen mega Traum und den perfekten Tagesablauf im Kopf. Und ich bin da tatsächlich mit relativ wenig Erwartungen drangegangen, was vielleicht ganz gut war. Aber ich finde, es unterscheidet sich schon stark von dem, was man so auch einfach so vermittelt bekommt. Also auf jeden Fall das Thema Stillen. Also ich stille ja, ich weiß, es gibt natürlich auch Mütter, Väter oder naja, Elternteile, die eben nicht stillen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und auch irgendwie Headspace. Weil es gibt immer mal Sachen, die vielleicht nicht so gut klappen beim Stillen, also bei mir zumindest. Und ich kriege es auch so von Freundinnen so mit, die dann schon diverse Brustentzündungen oder andere Probleme hatten oder sogar abstillen mussten und so. Und gefühlt ist in diesem Stillkosmos immer was los. Und es gibt öfter mal ein Thema, wo man sich da Sorgen macht, weil vielleicht gerade was nicht ganz rund läuft. Oder es zum Beispiel, bei uns ist es so ein Thema, draußen stillen klappt okay-ish. Aber schon signifikant schlechter als zu Hause in der Ruhe. Vor allem jetzt, wo das Baby älter ist und aufmerksamer ist. Und dann ist es manchmal, wenn so Phasen sind, wo es dann eben draußen nicht so gut klappt, schon immer eine kleine Hürde auch zum Rausgehen tatsächlich. Also das ist etwas. Und ansonsten einfach, ja, ich habe einfach ganz generell gedacht, dass ich jemand wäre, der sehr, sehr stark darauf pocht, so meine eigene Identität zu wahren und meine eigene Persönlichkeit und was mich ausgemacht hat als Person und was meinen Alltag bestimmt hat als Person, bevor das Baby auf den Schirm kam. Und ich dachte, das brauche ich alles sehr, sehr stark, dass ich halt jemand bin, der nicht so eine typische Mama-Figur ist und nicht so, wie man eben ja Mama-Figuren auch aus den Medien oder naja, so aus traditionellen Geschlechterbildern kennt. Ja, ich wollte mich davon halt irgendwie sehr stark abgrenzen und lösen
und eben Dinge weiterhin viel machen und dafür stehen, was ich davor halt auch gemacht habe. Ganz egal, was das jetzt ist. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das nicht mehr so wichtig ist tatsächlich, sondern dass die Prioritäten sich sehr schnell, sehr stark verschoben haben. Und jetzt für mich persönlich, ich sage auch jetzt gar nicht, dass ich jetzt finde, dass das das Nonplusultra ist, aber das überrascht mich tatsächlich über mich selber, dass mir zum Beispiel die Identifikation mit der Arbeit oder mit dem schnell wieder arbeiten und so gar nicht mal mehr so wichtig ist. Und ich es eigentlich total genieße, wenn ich mal nicht so viel auf der Arbeit zu tun habe und dann eben ohne schlechtes Gewissen mehr Zeit mit Lovis verbringen kann oder mich da auch mehr drauf konzentrieren kann, weil tatsächlich bestimmt sie ja den Alltag als kleines Baby. Und auch wenn ich schon wieder arbeiten muss, weil ich das mir halt selber so eingeplant hatte, schon vor der Geburt, und wenn man sich schon was eingeplant hat, ist es ein bisschen schwer, da wieder rauszukommen, dann, sie bestimmt es eben und dann findet es halt in den Schlafphasen statt. Und das ist natürlich Zeit, die sowieso sehr, sehr rar ist, weil sie schläft jetzt auch nicht super viel. Sie ist jetzt kein Baby, was jetzt in dem Alter momentan super lange Naps macht, sondern die sind echt relativ kurz. Und wie ihr seht, jetzt schläft sie gerade, jetzt fange ich sofort an zu filmen. Es ist schon dunkel. Ich dachte, ich filme diesen Part nachmittags noch lange, lange, wenn es noch schön ist. Naja, es läuft dann halt eben öfter nicht so, wie man denkt, und man muss halt sehr flexibel sein. Und ja, auch wenn sie diesen Alltag so stark bestimmt, macht mir das gar nicht so viel aus. Und da gab es auch eine Frage zum Thema Elterngeld und wie ich mir das so einplane. Die suche ich mal gerade raus. Wie planst du als Selbstständige zum Beispiel das Elterngeld? Da kann ich euch auch ein kleines Update zu geben. Leider noch nicht sehr konkret. Und zwar, ich bin jemand, es gibt Dinge, die mache ich furchtbar gerne und es gibt Dinge, die mache ich nicht so gerne. Zum Beispiel Buchhaltung, solche Dinge. Ich plane ja eigentlich gerne, aber so Anträge und so ein Kram und sowas habe ich schon immer sehr, sehr gerne rausgegeben. Und bei diesem Elterngeldantrag bin ich einfach nach meiner Recherche ziemlich schnell, ja, einfach wie mit dem Kopf gegen die Wand auf so Themen gestoßen, wo ich gemerkt habe, boah, da müsste ich mich unheimlich reinfuchsen, um das wirklich richtig hinzukriegen. Ich hatte einfach alles dazu durchgelesen, jetzt in meinem speziellen Fall mit Selbstständigkeit und pipapo, und fand es sehr kompliziert und hatte das Gefühl, ich kann diesen Antrag nur falsch machen, und war dann schon so kurz davor zu sagen, entweder ich lasse es irgendwie oder ich nehme einfach nur das Allerwenigste, was man sowieso nur bekommt, weil jeglicher Versuch, das irgendwie richtig auszufüllen und da irgendwie das zu optimieren, würde scheitern. Und deswegen habe ich dann in der letzten Sekunde einen Service beauftragt, einen Dienstleister, die Elterngeldanträge, also in Kooperation mit einem selber, ausfüllen und erstellen und einen beraten, ja, was man eben für Möglichkeiten hat. Ich fand das auch mit Elterngeld Plus und all diese Dinge, ich fand das total überfordernd. Und diesen Dienstleister habe ich beauftragt, und das ist noch nicht ganz raus jetzt, wie das bei mir tatsächlich am Ende geplant wird oder bei uns beiden. Weil wir sind auch noch dann noch komplett unterschiedlich von den Fällen her und dann auch noch mit Ausland für einen Zeitraum und selbstständig und nicht selbstständig, und also gefühlt sind wir der komplizierteste Fall ever. Deswegen ja, ich werde euch auf jeden Fall, falls das gut läuft, darüber berichten. Das ist keine Kooperation, ich zahle das auch selber. Ich bin da selber über Instagram mal wieder drauf gestoßen, weil ich bin natürlich genauso wie ihr auch auf Instagram unterwegs und lasse mich influencen. Das ist aber ein kleines Unternehmen, die selber eben aus der Not damals, als sie ein Kind bekommen haben und diese Anträge sehr kompliziert waren, diese Startup-Idee dann hatten. Und deswegen unterstütze ich das voll gerne. Und wenn es dann soweit ist, sollte nicht mehr so lange dauern, dann berichte ich euch auch davon. Also das ist momentan die Phase. Wie gesagt, ich habe zum einen den Fehler gemacht, ohne mich vorher viel informiert zu haben, habe ich eben schon sehr viel Ja gesagt für die Selbstständigkeit nach der Geburt, nach dem Mutterschutz, und habe dann eben schon Projekte angefangen gehabt jetzt und hätte mir im Nachhinein aber auf jeden Fall planerisch gewünscht, noch länger richtig Pause gemacht zu haben, und vielleicht lege ich auch noch mal eine richtige Pause ein. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die eventuell noch kommen könnte.
Dann was vielleicht nicht so baby-related ist und vielleicht gar nicht mal so Live-Update-mäßig, aber für alle, die vielleicht neu hier sind, noch nicht so lange hier sind oder mittellange hier sind, das einfach nicht wissen. Wie bist du damals zum YouTube-Bloggen gekommen? Das ist ja schon sehr, sehr lange her, und zwar 2006 habe ich angefangen mit Bloggen. Ich glaube 2008 mehr oder weniger aus Versehen mit YouTube, ohne damals so richtig gewusst zu haben, dass YouTube eine richtige Plattform ist. Ups. Falls euch das interessiert, dann gebt bei YouTube mal Draw My Life Jasmina ein. Da kommt ihr dann zu so einem Video. Und bei mir war es halt damals wirklich so, dass ich damit angefangen habe, einfach ja aus der reinen Leidenschaft für bestimmte Themen und nicht ums jobmäßig zu machen, einfach weil es das damals so noch gar nicht gab. Witzigerweise habe ich trotzdem schon seit 2008 ungefähr dann Geld damit verdient, was aber auch eher reiner Zufall war. So. Ja, was gibt's hier noch für tolle Fragen? Was machst du denn den ganzen Tag mit Lovis? Spielinspiration? Ja, da merke ich jetzt, hat sich in den letzten 4 Wochen auf jeden Fall ein großer Schub getan, weil Spielzeuge zum Beispiel überhaupt erstmal interessant wurden. Ich habe ein Video gemacht, das heißt 24 Stunden mit einem Neugeborenen. Da war sie gerade aber schon am Ende der Neugeborenenphase ganz eigentlich. Da seht ihr so ein bisschen was davon, allerdings noch eher nicht mit Spielzeugen, sondern da sieht man noch, wie ich das so mache ohne Spielzeuge. Also einfach viel so Babymassage, so Wahrnehmungsmassage / Übungen, also so die Hände so ein bisschen massieren, aufdrücken, so Vibrationen an den Armen und Beinen, also wie so eine Art ergotherapeutische Massage, so ein bisschen sowas lernt man in jedem Babymassagekurs und Co., denke ich mal. Ja, eben dieses Eye-Tracking üben, zum Beispiel mit den kleineren Babys, und jetzt sind eben Spielzeuge interessant. Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn sie wach ist und fit ist und aufmerksam und nicht irgendwie am Schreien oder irgendwie am sonst was austüfteln, dann machen wir auf der Spieledecke so Spielerunden. Und es fängt dann eben auch an mit so einer Massage, vor allem mit Singen. Ich meine, es ist am Anfang immer eine große Überwindung zu singen für Babys, aber die lieben das halt und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Das heißt, dann wird so Babymassage gemacht. Während der Babymassage singe ich so ein Lied. So, hier sind deine Hände, deine Füße und so weiter und so weiter. Auch da, ich singe es euch jetzt nicht unbedingt vor, aber ihr wisst schon, werdet kreativ. Ist ganz witzig. Und ja, dann, jetzt wo das eben mit dem Greifen angefangen hat und schon ein bisschen klappt und so, kann man natürlich Spielzeuge einfach in die Hand geben, so ein bisschen gucken, wo und wie greifen die, dann auch mit beiden Händen, dann natürlich rasseln, solche Sachen, eben diese Bälle. Bisschen Spielebogen, wobei Spielebogen nutzen wir auch eher so selektiv. Also ich hänge meistens nur ein Spielzeug dran. Das ist dann auch eher was so zum Festhalten. Die Spielzeuge, die ich euch schon gezeigt habe, zum Beispiel dieser große Ball. Ja, und dann machen wir das so lange, wie sie halt Lust hat. Und man merkt dann schon, wenn das Baby auch wieder müde ist und halt den Blick abwendet, keine Lust mehr hat, und dann ist es eben vorbei. Und dann ist es halt meistens so, dass dann eine Stillpause kommt, und meistens, wenn dann schon wieder das Wachfenster vorbei ist, dann wird nach dem Stillen auch meistens geschlafen. Und bei uns ist es so, wenn es wirklich gestillt wird zum Energietanken, Essen, Trinken, dann sind so kürzere Stillmahlzeiten, und wenn es dann eher so ein Einschlafstillen auch tagsüber ist, dauert es ein bisschen länger. Und Spaziergänge mache ich entweder, wenn ich zum Beispiel verabredet bin mit anderen Freundinnen oder so, oder wenn ich wohin muss mit ihr, dann verbinde ich das mit einem Spaziergang. Das versuche ich zu machen, wenn sie satt und ausgeschlafen ist, damit ich dann möglichst lange Zeit habe. Aber ich gehe auch los und still dann unterwegs und versuche das in den Tagesablauf zu integrieren. Wenn ich keine Verabredungen und Co. habe, dann versuche ich zum Beispiel das Spazierengehen damit zu verbinden, wenn der Partner dann zum Beispiel Zeit hat nach der Arbeit oder so. Ja, dann fand ich auch hier ganz interessant, wann und wie wird die Federwiege genutzt. Also die Federwiege, die wir haben, ist auf jeden Fall auch eins von meinen Baby-Must-Haves. Beziehungsweise, was heißt Must-Haves? Also es kommt natürlich drauf an, kann man und will man sich das leisten? Man kann die ja auch mieten. Mieten finde ich deshalb gut, weil man ja auch ausprobieren muss, ob das für einen und fürs Baby funktioniert. Und wir setzen die auch wirklich recht dosiert ein, würde ich sagen. Die Frage war hier, wann und wie. Also
Wir nutzen das, es ist jetzt nicht so der Last Resort, also wenn sie komplett am Schreien ist und überhaupt nichts geht, dann ist es auch nichts. Aber wenn sie so ein bisschen unruhig ist und man sie jetzt anders nicht beruhigt kriegt und gerade vielleicht auch nicht so die richtige Zeit ist, um die Brust zu geben und man zum Beispiel sich fertig machen muss, weil man einen wichtigen Termin hat, wo man zum Beispiel auch mit ihr hin muss oder selber hin muss und sich dann noch ein bisschen fertig machen muss, dann ist zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, um sie da reinzulegen und dann ist sie vielleicht für einen Moment ruhig und man kann irgendwie kurz das Nötigste machen und sie danach wieder rausnehmen und vielleicht ist sie dann sogar so weit beruhigt, dass sie dann Lust hat, im Kinderwagen weiter auch so eine Art von Bewegung zu haben und dann vielleicht da einschläft und man kann dann zum Termin fahren oder ähnliche Situation, sie müsste beschäftigt werden oder ist so ein bisschen unruhig, nicht full on am Schreien, aber man würde unheimlich gerne zu zweit essen oder alleine essen. Auch dann, finde ich, kann man sie gut reinlegen. Was ich persönlich nicht mache, jetzt nicht, weil ich sage, das ist irgendwie schlecht, ich bin da ja auch kein Profi, aber das mache ich halt einfach eher nicht. Ich lasse die da nicht stundenlang drin schlafen oder so. Also das machen wir eher nicht. Und jetzt, wo ich meinen Rückbildungskurs habe, ist es für Philipp auch ein guter Last Resort, wenn er dann mit ihr alleine ist und da sie eben nicht aus der Flasche trinkt und Co. Natürlich kriegt er sie so satt wie möglich und ich bin auch nicht lange weg, aber dann kann er sie auch da reintun und mal ein paar Minuten überbrücken oder mal gucken, so was sind denn die Bedürfnisse eigentlich? Ist es jetzt irgendwas, was er nicht stillen kann? Dann kann das eh nicht stillen, das Bedürfnis. Oder ist es irgendwie Unruhe? Mag sie diese Bewegung? Klar, wir haben auch einen Petsyball und Co. Aber ja, so nutzen wir die Federwiege. Dann fand ich auch noch ganz interessant, jetzt, wo sie da ist, findest du den Zeitpunkt gut gewählt? Hättest du sie im Nachhinein lieber früher bekommen oder hättest du gern vorher noch XY getan, erreicht? Ja, ich finde oder wir finden, dass der Zeitpunkt so für uns als Couple auf jeden Fall gut war. Eigentlich mehr oder weniger optimal-ish. Würde ich sagen, für mich jetzt als Einzelperson hätte es auch, glaube ich, ein bisschen früher sein können, einfach so vom Alter her und so weiter. Und einfach, weil ich auch arbeitstechnisch jetzt schon die Dinge erreicht hatte, die ich erreichen wollte und vor allem schon vor einer Weile auf den Trichter gekommen bin, dass Milestones in der Arbeitswelt nicht das sind, was mein Leben lebenswert macht. Da war ich als junge Erwachsene auch mal anders drauf und anders motiviert. Ich finde das auch nicht schlimm. Wenn man so denkt, wie gesagt, ich habe selber auch lange Zeit so gedacht, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ich habe da in meinem Buch auch viel drüber geschrieben, dass ich halt einfach gemerkt habe, dass wenn ich einen Milestone erreicht hatte, dann habe ich immer schnell gemerkt, jetzt muss der nächste her. Also es hat sich gar nicht so ein richtiges Glücklichkeitsgefühl eingestellt. Und mit Baby ist es jetzt so, das sehe ich gar nicht als Milestone. Und das ist das Interessante und Tolle daran. Also das ist jetzt einfach halt so eine Lebensaufgabe, also was auf jeden Fall für immer so zu mir gehören wird und was ich extrem schön finde und wo ich sofort jetzt weiß und immer merke, so wenn ich sie anschaue, dass das richtig ist und ja, das ist ein anderes Gefühl eben als so Milestones. Deswegen ist es einfach der richtige Zeitpunkt gewesen und sie ist das richtige Baby und alles passt so, wie es passt und ich verpasse nichts und ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, das waren jetzt mal ein paar Fragen. Die finde ich alle super, die Fragen. Also vielen Dank dafür. Ja, eine andere Sache, worauf ich glaube ich auch noch eingehen möchte, ist das Thema Mental Load und ja, sich so Sachen aufteilen. Das hätte ich vielleicht auch noch am Anfang erwähnen können. Und das ist auf jeden Fall was ich mir im Alltag vielleicht anders vorgestellt hätte und wo ich so merke, das klappt nicht so ganz. Halt Sachen fair aufzuteilen. Da ist halt auch die Frage, was ist fair? Was kann man überhaupt aufteilen? Und ich glaube, da hatten wir beide eine andere Erwartungshaltung oder dachten einfach so ein bisschen naiv, es geht halt so und so. Und bestimmte Dinge gehen halt dann doch nicht so easy. Aber da muss man sich halt noch reinfinden. Das ist dann auch gar keine Kritik so am Partner oder so, sondern ja, das sind einfach Dinge, die man noch so ein bisschen ergründen muss und die sich vielleicht auch verändern in den Phasen so mit dem Kind. Ja, das war es jetzt erstmal mit meinem Q&A-Teil. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal wieder ums Essen kümmern. Es ist immer das Gleiche. Es dreht sich immer alles so in Wellen um Essen, Kind natürlich, Schlafen
und dann bei mir noch ein bisschen die Arbeit rein squeezen. Und das sind so die Wellen meines Tages. Ja. In dem Sinne mache ich jetzt erstmal kurz Schluss und dann sehen wir uns nachher nochmal ganz kurz. Und ich schaue mal auch bei ihr rüber ins Schlafzimmer, wie es so ums Napping oder ums Schlafen steht. Es ist jetzt nämlich 19.20 Uhr, das könnte schon der richtige Schlaf sein, aber der wäre sehr früh dann für ihre Verhältnisse. Schauen wir mal. Jetzt haben wir noch ein Curry. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Rezept, was ich in meinem letzten Video drin hatte. Außer, dass hier noch Kartoffeln drin sind. Ich glaube, in meinem letzten Rezept waren nur Süßkartoffeln drin. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich verlinke euch das Video auch gerne nochmal unten in der Infobox. Philipp hat es gekocht und das essen wir jetzt und hoffen, dass sie nicht nochmal aufwacht. Ja, und dann mache ich mich auch direkt schon an dieses Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!